Servus Ladl, wir sind im nächsten King of the Hill und auch hier gibt es wieder Special-Regeln. Und zwar dürfen diesmal keine Pets verwendet werden. Kein Phönix, kein Einhorn, nichts darf genutzt werden. Und wir sind schon im Halbfinale. Halbfinale heißt, der mit den schlechtesten Prozenten fliegt raus, die anderen beiden kommen ins Finale. Und wir schauen hier Fame zu, der eine Super Boogie Plim spielt. Super Boogie Plim, Super Urban. Und ihr seht hier unten, die Helden sehen alle ein bisschen nackt aus, so ganz ohne Pet. Und man denkt auch gar nicht, dass die Pets so insane viel ausmachen. Aber ich habe Queen Charge Twin Hawks gespielt und bei Basen, wo ich dachte, die sind free, habe ich plötzlich nur noch 75% geholt. Also es macht unglaublich viel aus. Aber mal schauen, was die übrig gebliebenen hier noch so machen können. Das Rathaus sollte hier auf jeden Fall fallen. Er hat noch zwei Invis-Zauber, die er nachsetzen kann. Also die Super Bogey Plimp hier, die schmeckt schon gewaltig. Hat hier ein bisschen Pech, dass der Monolith nicht fällt, aber trotzdem richtig guter Value, den Fame hier mitgenommen hat. So, und damit startet er hier mit seinem Sui. Der Invis-Turm kommt auch wieder hoch. Der könnte bitter werden. Ich weiß nicht, ob er den Monolithen davor rausbekommt. Aber das werden wir gleich sehen. Ansonsten steht hinten raus nicht mal noch so viel. Aber ja, der King, der wird hier komplett gelasert. Hat jetzt auch kein Phönix oder so, dass der hier nochmal tanken würde. Und dementsprechend ging der Sui hier mal wieder nicht annähernd so gut durch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Queen ohne Einhorn hat auch keine Leben dazu bekommen. Das heißt, er wird hier bei ja, etwas über 80% enden. Mal gucken, ob das reicht, um hier ins Finale zu kommen. Aber wobei er hat noch einige Superbahnen. Es sollten eigentlich noch ganz gute Prozente sein. Aber richtig was snipen kann er halt nicht mehr mit den Superbahnen. Leicht über 80 sind es geworden. Mal schauen, was die anderen beiden haben. Boomy hat 58. Okay, das heißt, falls Rean hier nicht komplett reingeschissen hat, sollte Boomy raus sein. Und Fame und Rean sind beide im Finale. Genau. Okay, und da sehen wir wieder Rean. Gerade haben wir Fame zugeguckt. Und er spielt natürlich auch wieder die Super Boomy Blimp. Eine wilde Base hier von Fame. Der versucht, Rean hier zu baiten, aber die Super Boogie Plimp sieht trotzdem ziemlich krass aus. So, die Nedo hält ihn hier zwar ein bisschen auf, aber nicht so richtig. Einen Invis kann er noch nachsetzen und dementsprechend fallen hier nochmal zwei X-Bögen. Der Monolith, der scheint hier aber stehen zu bleiben, zum Glück für Fame. Ja, dementsprechend ist hier nicht so krass viel gefallen, aber halt einiges an Key-Deaths. Und jetzt sind wir gespannt, wie gut das hier durchgeht. So, die Queen-Fähigkeit jetz└==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 
Die Gladi kommt nochmal hier von 10 Uhr dazu, die Superbahn in die Mitte, um für die Gladi zu tanken. 66% mit dem Multi. Jetzt ist der Mono auf der Gladi drauf, das heißt, das werden hier maximal 70%. Rean hat 76 geholt und Rean gewinnt hier beide Special King of the Hills, die wir bisher gemacht haben. Krass. GG.